Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play City Skylines. Wir haben beim letzten Mal ja angefangen, die Umrisse unseres Industriegebiets zu bauen. Und beim Industriegebiet werden wir heute auch weitermachen. Ich habe eine frische Tasse Kaffee an meiner Seite. Und ich würde sagen, wir fangen an, indem wir erstmal einen Kreisverkehr bauen. Ich hatte nämlich letztes Mal auch irgendwie vergessen, dass Industriegebiete ja ziemlich viel Verkehr verursachen. Und von daher wäre es besser, wenn wir direkt am Eingang des Industriegebiets einen Kreisverkehr haben, damit sich der ganze Verkehr auch besser verteilen kann im Gebiet. Gut, dann legen wir los. Dazu nehmen wir erstmal die Vogelperspektive ein und müssen jetzt erstmal noch ein paar Straßen wegreißen, die wir letztes Mal gebaut haben, aber anders können wir das leider nicht machen. Und wenn wir schon ein Industriegebiet neu bauen, dann soll es auch halbwegs gut funktionieren. Am besten schon vom Anfang an. Nehmen wir mal die vorgefertigten Kreisverkehre, welcher am besten passt. Okay, der dürfte zu groß sein. Der dürfte eigentlich passen. Gut, ich würde sagen, wir nehmen den kleinen, setzen ihn hier in die Mitte und reißen die vier eingehenden Straßen ab, damit wir den auf unsere Bedürfnisse einrichten können. Bauen wir weiter unsere Straßen mit den Fahrradwegen. Und dann mit dem geraden Straßentool einmal eine Straße in den Kreisverkehr rein, auf der gegenüberliegenden Seite ungefähr ein raus und dann noch jeweils einen nach links und einen nach rechts. Gut, und Industrie braucht auch immer eine gute Versorgung von Feuerwehr, denn das macht sie glücklich. Insofern bauen wir mal einige Stationen, vielleicht eine hier an die Spitze. Und dann eine hier. Und damit dürfte das meiste eigentlich abgedeckt sein. Und ich würde sagen, wir bauen schon mal jetzt ein paar Industriegebiete hin, damit sich schon mal was entwickeln kann. Und was brauchen wir noch? Eine Stromverbindung und Wasser. Dann werden wir jetzt nochmal unsere beiden Feuerwehrstationen anschließen, damit die erstmal Strom haben und später, wenn dann der Strom übergeschlagen ist, dann können wir auch die Stromleitung wieder abreißen. Und dann noch unsere Feuerwehrstation hinten einmal an das Stromnetz anbinden. Das reicht noch nicht. So. Das ist jetzt etwas unorthodox, aber können wir später noch schöner machen. Wichtig ist jetzt erstmal, dass die Stromleitungen angeschlossen sind und jetzt noch das Wassernetz. Ach, Wasser haben wir schon. Okay. Dann können wir das Industriegebiet sich langsam erstmal entwickeln lassen. Wir werden jetzt gleich nochmal eine Buslinie rüberbauen und unsere Industrie auf der anderen Seite ein wenig abreißen und dort Wohngebäude bauen, damit die Verschmutzung von dieser Seite rüberwandert. Und wir haben ja dann eigentlich schon genug Industriegebiete. Von daher werden wir diese Industriegebiete hier drüben erstmal wieder abreißen, damit sich die Industrie auf der anderen Seite entwickeln kann. Gut, das ist jetzt schade, haben natürlich jetzt schon ein paar Firmen aufgemacht, aber langfristig wird es anders besser sein. Und die Firmen kann sich ja gleich auf der anderen Seite ansiedeln, von daher kein Problem. Ich sehe auch gerade, wir haben eine leichte Müllproblematik. Insofern werde ich dem gleich auch nochmal auf den Grund gehen. Wahrscheinlich sind beide Mülldeponien einfach nur voll. Damit dürfte die Industrie hier verschwunden sein. Was ist das? Und was ist das Problem unserer Müllversorgung? Gut, Gebäude. Beide leeren sich gerade. Insofern bauen wir nochmal eine zusätzliche Mülldeponie. Unsere ganzen Deponien werden wir später dann durch Müllverbrennungsanlagen auswechseln. Allerdings fehlen uns da noch ein wenig Einwohner. Ungefähr 1300. So, dann würde ich sagen, bauen wir nochmal eine Buslinie, die unseren einen Stadtteil hier mit dem Stadtteil da drüben verbindet. Und wir fangen einfach mal an, dass wir so eine Rundlinie hier drüben bauen. So, mal eine Station hier hin. Dann machen wir es so rum. Hier hin. Hier hin. Dann noch die andere Seite hier runter. Dann einmal den Kreisverkehr. Und auf die andere Stadtseite. Und einmal kurz eine Strecke in die Stadt rein. Und wieder locker zurück auf die Seite mit der Industrie und dann hier das letzte Stück auf der rechten Seite zurück und die Linie abschließen. So, damit hätten wir nämlich auch eine Verbindung zwischen den beiden Stadtteilen, was ganz gut ist, damit die Leute auch zu ihrer Arbeit kommen. Und ich sehe jetzt gerade, wir haben eine Stromlinie, die wir wahrscheinlich gar nicht mehr brauchen. Ich guck mal kurz, ob der Strom
dort bereits übergeschlagen ist. Ja genau, diese Linie hier hinten brauchen wir gar nicht mehr. Insofern können wir dieses kleine Stück hier auch abreißen. So, auf unserer anderen Seite hat sich jetzt schon die erste Industrie angesiedelt. Und wir haben jetzt auch eine große Nachfrage nach Wohnungen. Insofern werden wir den Wohnbedarf doch mal etwas stillen. Man sieht auch, die Verschmutzung, wo vorher die Industrie war, geht ein wenig zurück. Und wir bauen jetzt einfach mal ein bisschen Wohngebiete dahin. Es wird wahrscheinlich im Laufe der Zeit auch ein bisschen besser werden wieder mit der Verschmutzung. Und dann können sich die Anwohner auch nicht beschweren. Und hier in der Nähe von den Mülldeponien brauche ich keine Wohngebiete hin, sondern lieber etwas Gewerbegebiet. Da haben wir auch Nachfrage. Gewerbegebiete sind nicht so empfindlich, was die Verschmutzung anbelangt. Und kaum gebaut entstehen auch schon zur ersten Wohnungen und Gewerbegebiete. Insofern, ich sehe gerade hinten bei der Agrarindustrie ist ein hoher Arbeitskräftemangel. Kann natürlich dadurch daran liegen, dass unsere Einwohner langsam gebildeter werden und dadurch die Arbeitskräfte halt bei der Agrarindustrie fehlen. Und der Blick auf die Uhr verrät mir, dass für heute erstmal Schluss ist. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald bei der nächsten Folge Let's Play City Skylines. Euer Keno Hill.